Ganz weit unten sind wir mittlerweile. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier nicht gleich irgendwo runterspringen und tot sind. Deswegen ganz schnell mal ein kleines Treppchen gebaut. So. So ein bisschen. Weil ich tendiere dafür, dazu, einfach mal irgendwo runter zu springen und dann nicht mehr unbedingt an einem Stück zu sein. Mir sind die Fackeln ausgegangen. War ja wieder typisch. Obwohl ich 40 Fackeln hatte, sind mir die schon wieder ausgegangen. So, schnell nochmal 20 gemacht. Geguckt, da oben ist Sackgasse. Aber ein kleines Stückchen Eisenerz, Quatsch, Silber habe ich hier gefunden. Direkt mal mitnehmen. Ganz viel wert ist das. Momentan fürs Basteln zumindest. So. Oh, guck mal, hier ist nochmal eins. Gehen wir auch noch mit. Und unten war eine Kreatur. Eine gar fürchterliche. Er wird schon wieder Level 3 Viecher hier unten gefunden. Die sind auch noch nicht wirklich das Problem. Das dürfte, naja, auch kein Level 1 mehr sein da unten. Ne, ist auch Level 3, sag ich doch. Also ich bin schon recht weit unten, ihr seht schon. Und guck jetzt mal, ob ich hier dank meiner Bautechnik einigermaßen gut runterkomme. So, zack. Hoch komme ich damit auch wieder. Ein Steak mitgenommen und da sind noch mehr Viecher unten. Das wird lustig hier unten. Erstmal gucken, dass wir alle Pixel mitnehmen und schauen, dass wir nicht verrecken. Am besten essen wir nochmal kurz ein bisschen was Bandagentechnisches. Nom nom. Oh ja, das sieht aber. Was ist denn das für eine komische. Jetzt wird es wirklich sehr interessant. Diese Art von Wand habe ich noch gar nicht gesehen. Und ja, die Viecher haben mich wohl schon erschnüffelt. Das sind auch Level 3er. Okay, komm, springt doch bitte nochmal darüber. Es macht Flatsch. Flatsch ist komisch. Das ist. Ja, es ist Matsch. Deswegen macht es Flatsch. Weil Flatsch macht Matsch. Nee, andersrum. Aber egal. Na? Kommt schon. Ja, dann fall halt runter. So, das ist weg. Und bei dir weiß ich nicht, wo du bist, deswegen schieß ich einfach ins Schwarze. Aber gleich wissen wir, wo wir sind. Erstmal machen wir da nochmal ein bisschen Licht. Und dann machen wir da nochmal ein bisschen Licht. Und da unten machen wir jetzt Licht. Und. So. Ach du meine Güte, geht's da runter. Oh oh. Was war das? Glowing. Ich habe jetzt einen Glow-Buff. Den sieht man allerdings nicht so wirklich. Das ist einfach nur. Ach, ich scheine Licht auszustrahlen. Sehr praktisch. Erschreckt hat sich der kleine Vogel, aber mittlerweile sieht er mehr. Da jetzt einfach so runterspringen, das ist, glaube ich, mehr als tödlich. Das machen wir mal lieber nicht. Deswegen cheaten wir ein bisschen. Machen wir einfach eine kleine Plattform. Hüpfen wir runter. Und spielen einfach wirklich Plattformbauer. Weil das ist mir sonst echt zu gefährlich jetzt momentan hier. So. Dafür hat man ja Matsch zum Spielen, ne? Das wisst ihr ja. Ist ja wie im Kindergarten. So, gucken. Gut, dass ich gerade noch geguckt habe. Unten ist eine Kiste. Eine Kiste und jede Menge Viecher. Die sind aber noch schön weit unten. Das heißt, auch wenn es zwei Münder hat, werde ich es bestimmt irgendwie wegkriegen. Das habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Ist auch gut. Eins, zwei, drei. Feuer. Gleich nochmal einen der. Oh, das war schon tot. Stimmt, das hatte ich schon mal angeschossen. Ich gehe jetzt einfach heldenhaft runter. Mache jetzt erstmal die Caches hier auf und jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Ja, schön. Silberbarren. Die brauche ich auf jeden Fall. Kann man schon direkt sortieren. Ne, das ist Steel, Silber, Silber da unten. Drei komische irgendwas zum Samen, besamen. Und zwei Yellow Stimpaks. Also nichts Großartiges eigentlich. Ich nehme trotzdem mal mit. Also Kisten sind immer unheimlich praktisch. Und ich bin ja auch hier unterwegs gewesen, um Kohle zu sammeln. Um zum einen irgendwann mit dem Schiff wegzufliegen und zum anderen natürlich da oben meine Roboter bauen zu können. Sprich mit Stahlbarren. Komm, geh uff. So. Jetzt mal erstmal ein bisschen Licht da rechts. Da war ja mal irgendwann ein Viech, was ich gerade angekratzt hatte. Das ist da runtergefallen, alles klar. Dann nehmen wir die Dinge hier noch mit. Weil Pixel und so. Man kann nie genug Pixel haben. Da komm mal her, du. Ich hacke ich einfach so auseinander. Ist ja gar kein Problem. Hier ist jetzt wohl wirklich so, dass da nochmal Eisen ist. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Erstmal werde ich das Wasser ein bisschen ablassen. Und wenn es nur ein bisschen ist. Denn sonst ersticke ich irgendwann, wenn ich hier bei der Bergbauarbeit bin. Das will ich nicht. Das müsste hoffentlich jetzt auch gleich reichen, wenn es mal aufgeht. So. Chop, chop. Nehmen wir noch ein bisschen Kohle. Quatsch, hier noch ein bisschen Eisen mit. So. Da links nehmen wir jetzt auch noch welches. Ich sehe es schon. Was ist das hier eigentlich für Material? Ist das auch Stein? Boah, das dauert ganz schön lange abzubauen. Das ist Cobblestone. Ja, das ist ganz normales. Ja.
Ganz normaler Cobblestone. Sieht nur anders aus. Komm, gab, gab. Iron Ore 6. Ein bisschen Luft holen. I'm so hungry. Das können wir ändern. Der Vogel, der Fleisch frisst, wird direkt mal mit Fleisch versorgt. Davon haben wir ja genügend. Das ist mir jetzt aber egal mit dem Eisen jetzt gerade. Ich gehe jetzt erstmal hier ein bisschen weiter. Mal gucken. Gucke mal an. Da ist noch. Oh, Silber, Leute. Ganz viel Silber. Da bauen wir uns auf jeden Fall gleich eine Leiter nach oben. Zip. Boink. Zip. Na komm, schöner machen. Raboink. Dann nochmal hin. Zack. Und schon sind wir oben. Und noch eine Fackel gebaut. Dein. So. Das ist ja mal der absolute Silber-Jackpot hier. Keine Ahnung, was viel braucht. Über mir ist übrigens noch jede Menge Eisen, wie ich gerade sehe. Jetzt kannst du dich ein bisschen dauern, bis ich das alles abgebaut habe. Aber das ist mir jetzt egal, weil das muss alles mit. Das ist richtig, richtig viel. Nee, wir ganz schön weit unten mittlerweile. Ja, jetzt brauche ich was wie einen Bohrer oder eine Bombe oder TNT. Ne? Na schon. Ich weiß, es ist nie so interessant, einfach jemandem beim Hacken zuzugucken. In der Zwischenzeit denke ich mir einfach mal, ja, ich habe hier so einen leckeren Kaffee neben mir stehen, der hält mich wach. Ah ja, herrlich. Das ist das Leben. Schön unter Tage. Ich alleine, Horatio Bird Mad Mike, mit meiner Pickaxe, der sich hier durch die Gegend kloppt. Wunderbar, Wunderbärchen, alles Klärchen. Ach ja, ich vermisse die gute alte Zeit, das 2008, als Sarrazar und Gronkh noch gar nicht so bekannt waren, eigentlich so gar nicht bekannt, großartig. Da waren sie noch die ganzen Malen, Play, da gab es noch nicht mal Play Massive, das war noch in der Entwicklungsphase vom guten alten Valentin, den kennt ihr halt als Sarrazar meistens. Ja, das war noch schön in der Richtung, da konnten die Leute noch einigermaßen einfach so mal kennenlernen, weil man selber noch irgendwie was in der Richtung gemacht hat, beruflich. Ich war ja früher, wie gesagt, mal Community Manager für ein namhaftes Free-to-Play-Spiel. Das waren noch echt gute Zeiten, meine Freunde, das waren noch echt gute Zeiten. Aber die gehen vorbei und jetzt macht man was anderes. Darunter euch einfach mal mit viel Gelaber die Zeit verschwenden, würde ich jetzt nicht sagen, aber einfach versüßen, so ein bisschen. Ich vermisse die Zeit einfach deswegen, weil es wirklich so war, ja, hätte man das gewusst, ne? Wer weiß, wer weiß. Und jetzt sind wir alle auf diesen tollen Bandwagon aufgestiegen oder aufgesprungen, wie man das so schön im Amerikanischen sagt, auf den Zug quasi aufgesprungen, heißt es im Deutschen. Autsch, böser, böser Stalaktit. Stalaktit ist im Übrigen das wie Titte, ne? Das hängt runter. Vor allem im Alter irgendwann hängt die Titte immer runter. So, und ihr seht es ja schon rechts, der Knörker sagt, ist gleich da, hervorragend. Da müsste ich auch langsam, glaube ich, mal ins Skype reingehen. Ins TS, das habe ich noch gar nicht gemacht. Heieiei, ich bin vielleicht einer. Ja, wo war ich denn gerade? Ich war gerade noch so ein bisschen Single-Blabla. Single-Blabla, ich mache jetzt mal ein bisschen schöner hier, auch wenn da oben, glaube ich, sogar noch Eisen ist, habe ich jetzt keinen Bock, da jetzt hochzugraben. Ich will aber runter. Hätte man das gewusst, hätte man vielleicht auch irgendwie zusammenarbeiten können oder. Oder, und. Aber das ist es halt. Entweder macht man Glückstreffer oder man programmiert irgendwas Cooles, weil man es einfach gut kann und hat dann einfach auch Glück mit, siehe Angry Birds. Oder oh, weiß der Teufel was. Aber ich bin, glaube ich, eher jemand sowas, der sehr viel Know-how aufgebaut hat über die Jahre und auch weiter aufbauen möchte und dieses Know-how einfach dann zum Besten gibt. Und das ist zum Beispiel labern können. Damit verdiene ich jetzt zwar kein Geld und da gibt es auch jede Menge andere Leute, die wahrscheinlich noch besser labern können als ich. Aber ich mache es einfach gerne. Und vor allem freie Schnauze. So. Hüpf, hüpf. Es faucht mich an und wird gleich mal zerlegt, weil wer mich anfaucht, der hat nicht mit mir zu spaßen. So, jetzt war noch ein bisschen Fackel-Action hier, sehen wir nichts. Hier geht es noch weiter runter, aber die muss ich mitnehmen hier, ganz dringend. Weil Pixel. Ja, schon lustig, also die Unterschiede zu Terraria sind auf jeden Fall da. Jetzt ist es natürlich so runter, könnte ich, aber ich könnte auch weiter hierher. Boah, ist das. Das ist ja eine Riesenhöhle hier. Oh, war eine gute Idee. Gibt Silber. Jetzt habe ich schon wieder keine Fackel mehr. Dabei wollte ich runter, um Kohle zu holen und nicht um Kohle auszugeben wegen den Fackeln. So, nochmal 20 gemacht. Wie viel Kohle habe ich denn jetzt noch dabei? 111, ja, das reicht ein bisschen. Okay, alles klar. Kann ich auch in Ruhe irgendwann halt stoppen. Erstmal die Pixel. Ja. So zumindest. Und nochmal eine Fackel da unten hingebaut. Meine Güte. Emma Gerd. Emma Gerd.
Das ist ja mal ganz genial. So, und hier, Eisen sehe ich jetzt auch gerade. Ich habe es gar nicht gesehen im ersten Moment. Ja, liebe Freunde, das kann jetzt noch ein bisschen dauern hier. Ich glaube, wir machen nochmal ein klitzekleines Päuschen. Das ist eine richtig kurze Episode und dementsprechend gewesen. Aber außerdem muss ich noch zum Knorke ins TS und der will mit euch ja auch noch ein bisschen labern. Dementsprechend machen wir mal jetzt einfach hier gerade ein Klopfpäuschen. Und sobald ich genügend Material habe und wieder oben bin, zeige ich euch, was man daraus basteln kann. Bis dahin, Mad Mike. Bis dahin, Mad Mike.